So, jetzt haben wir Selfie, Vesprit und Turbutz. Aber wie fange ich bitte in Pokémon Perl, das Pokémon Diamant? Pokémon. Wie mache ich das? Also, soweit ich weiß. So, kann man es entweder rüber tauschen mit einem Freund oder so, hin und her, einmal ganz kurz, damit man es im Pokédex hat. Man muss es nämlich nur einmal kurz haben, das Pokémon. Oder ich meine, man kann hier auch den Pokédex-Eintrag bekommen in dieser Stadt von der alten Dame. Wo lebt ihr die denn nochmal? Lebt ihr die hier im großen Haus oder lebt ihr die in der Höhle? Da wohnt sie einfach. Ich weiß es nicht. Bist du das? Oh, hallo, gut schaust du aus. Hör mal, ich habe nach dem Vorfall neulich selbst ein bisschen nachgeforscht. Das Rumoren des Kraterbergs hat mir einfach keine Ruhe mehr gelassen. Nun ja, und das hier habe ich dabei im Schrein gefunden. Das scheint sich um ein sehr altes Buch zu handeln. Sieh es dir am besten selbst an. Ja, hier kriegt man den Eintrag von Dialga. Das ist Dialga. Herr der Zeit. Haben wir die kennengelernt. Vielleicht werden wir ihn in der Zukunft irgendwann mal kennenlernen. Oder in der Vergangenheit. Steht ja wegen der Zeit. Ja, egal. Hier steht geschrieben, Dialga, das Pokémon, das die Zeit hütet. Anscheinend gab es im alten Sinn nur zwei Pokémon, von denen das eine als das Symbol der Zeit galt, das andere hingegen als das Symbol des Raumes. Alles klar. Und damit haben wir dann jedes einzelne Pokémon einmal gesehen. Ups. Ja, im Pokédex. 151 Pokémon von 151 Pokémon gesehen. Man muss mal viele übrigens nicht gesehen haben. Mythicals zählen nie im Pokédex dazu. 150 reichen, also bis Palkia. 150 reichen. Und, ja. In normalen Pokémon-Spielen ist es so, dass man eigentlich alle 150 oder wie viele es halt in dem Spiel halt gibt, Pokémon aus der Region fangen muss, um was zu bekommen. Hier ist es allerdings so, man muss sie nur gesehen haben, um ein kleines Bonuschen zu bekommen. Die meisten Pokémon sieht man eigentlich durch Trainerkämpfe. Die meisten Trainer muss man besiegt haben, damit man den Pokédex nur gesehen vollfüllen kann. Nur so als Tipp, warum man alle Trainer besiegen sollte, auch wenn man gar keinen Bock drauf hat. Und ja, hier wissen wir ja, hier in den Hotels leben die Entwickler. Und zu denen gehen wir jetzt hin. Klar, natürlich geben die uns noch was anderes, wenn wir alle Pokémon auch wirklich gefangen haben. Aber nur gesehen haben reicht schon aus, damit die uns anerkennen für etwas. Doch was ist es? Finden wir es heraus. Ich speichere nur kurz aber ab, weil ich das gerne mache. Lasst mich. Und du bist neu? Ich bin Sounddesigner und komponiere die Spielmusik. Sieh einer an, du hast also den Champ von Sinnoh besiegt. Das ist ja der Wahnsinn. Als Belohnung bekommst du auch was Feines von mir. Du hast den DS-Player erhalten. Lol, was? Den gab's im Original aber nicht. Der DS-Player? Ist es das, was ich glaube, was es ist? Die originalen Soundtracks? Oh mein Gott, ist das Hype. Der G-Schlüssel, ja, das ist wichtig. Ein Abspielgerät, das Musik aus einer längst vergangenen Zeit spielt, lässt sich durch simplen Knopfdruck bedienen. Ja, den müssen wir natürlich registrieren, ne? Dann machen wir mal hier hin, warum nicht? Sind es diese alten Soundtracks? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, es sollen neu gemachte alte Soundtracks sein. Egal, wir hören uns mal an. Ich lasse den mal an, aktiviert. Ich mag das. Ich habe das auch damals in Heart Gold Soul Silver schon geliebt, dieses Item. Da war es aber nicht der DS-Player, sondern der Gameboy-Player. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Herzlichen Glückwunsch zur Vervollständigung des Sinnoh-Pokédex. Hier, das ist für dich. Damit kannst du nun noch mehr Pokémon fangen. Einen Superfang-Pin. Habe ich euch nicht vorhin über den Superfang erzählt? Über den Superwurf? Ja, mit dem Item kommen die öfter, die Superwürfe. Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Ja. Ciao, ich bin einer der Projektleiter. Dein Pokédex ist ja erstaunlich. Hast du wirklich schon jedes einzelne Pokémon aus dieser Region getroffen? Ich bin beeindruckt. Hier, ich habe eine Belohnung für dich. Oh yeah, Spieler Maike. Mit dieser Urkunde werden Spieler geehrt, die die erstaunliche Leistung erbracht haben, allen Pokémon-Arten der Sinnoh-Region zu begegnen. Dann links sind die drei Starter und gezeichnet von Game Freak, obwohl die das Spiel nicht gemacht haben. Danke, Game Freak. Das war's.
Wie und wo hast du all die Pokémon getroffen, die dir in deinem Pokédex verzeichnet sind? Hast du sie selbst gefangen und trainiert? Oder hast du sie als Geschenk von einem Freund bekommen? Vielleicht hast du das ein oder andere Jahr mit Leuten aus der ganzen Welt getauscht? Auch wenn jeder Pokédex von außen gleich erscheint, erzählen sie doch alle eine ganz individuelle Geschichte. Stimmt. Das stimmt. Schöne Retro-Musik. Ah. Ich glaube nicht, dass es die wirklichen alten Soundtracks sind, aber ich tue einfach mal so und fühle mich gut. Geht man nach Sandgemme zurück und zurück auch zum Professor, kann man sich bei ihm eine kleine Belohnung abholen. Grüß dich, Maike. Bist du gekommen, um mir zu zeigen, wie du mit dem Pokédex vorankommst? Yep. Du hast 151 Pokémon gesehen? Wunderbar, Maike. Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in deinem Pokédex verzeichnet. Das wird mir bei meiner Forschung zur Entwicklung der Pokémon eine große Hilfe sein. Und da kommt Professor Eich aus Kanto. Hallo, Professor Eibe. Lange nicht gesehen. Ich muss schon sagen, werter Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Mauzi-Sprung. Doch Sie werden mir sicher zustimmen, dass keine Reise zu weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Na, wenn das mal nicht mein alter Kollege Professor Eich ist. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten. Immerhin pflegten wir doch früher stets zu scherzen, wo immer sich ein Pokémon zeigt, ist auch unser Eich nicht weit. Schön zu sehen, dass sich das nicht geändert hat. Professor Eich, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Sie hat es doch tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Eich, wie du sicher mitbekommen hast. Professor Eibe hat mir schon viel von dir erzählt. Er überschlägt sich fast vor Lob für dich und dein Können als Trainer. Wie ich sehe, wirst du dem nicht nur gerecht, nein, du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend, doch wo ich schon mal in der Nähe bin, wollte ich Professor Eibe auch gleich die Daten für den nationalen Pokédex vorbeibringen. Da du gerade hier bist, kann ich dein Exemplar ja auch gleich zum nationalen Pokédex aufrüsten. Schließlich gibt es noch viel, viel mehr Pokémon auf der Welt zu entdecken. Kannst du mal das Sound? Dein Pokédex wurde der nationale Pokédex hinzugefügt. Also, jetzt können wir jede einzelnen Pokémon, die es bis zu diesem Punkt gibt, sehen. Und müssen das vollfüllen. Diesmal nicht nur gesehen, sondern auch gefangen. Den nationalen Pokédex zu vervollständigen ist kein leichtes Unterfangen. Doch ich zweifle nicht daran, dass du dich mächtig ins Zeug legen wirst. Seien Sie ganz unbesorgt. Maike wird die Aufgabe mit Sicherheit bestens erledigen. Ja, stimmt. Alle 400, 500 Pokémon fangen werde ich auf jeden Fall machen. Und so. Aber verraten Sie mir doch bitte, welcher andere Grund Sie hergeführt hat, geschätzter Kollege. Nun, ich habe gehört, dass der Hamanasu Park seine Pforten geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende von Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, das die verschiedensten Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Da sollten wir auch mal hin. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob er auch alles reibungslos voranstatten geht. Du solltest auch unbedingt im Hamanasu Park vorbeischauen, Maike. Huch, ist es schon so spät? Jetzt muss ich aber los, sonst schaffe ich es nicht mehr pünktlich zu meinem Meeting. Es war mir eine Freude, euch getroffen zu haben. Bis bald. Gerade dein Model sah irgendwie komisch aus, aber ja, bye. Da geht er hin. Wie immer in Eile. Zurück zu dir, Maike. Zum Dank dafür, dass du den Sinnoh-Pokédex vervollständigt hast, habe ich ein Geschenk für dich. Ich mag übrigens die Retro-Musik die ganze Zeit. Wir halten das Pokeradar. Ein sehr, sehr wichtiges Item fürs Shiny-Hunten in diesem Spiel. Das hier ist ein sogenanntes Pokémon-Radar, kurz Pokeradar. Dieses Gerät zeigt dir, wo sich im hohen Gras Pokémon versteckt halten. Eigentlich hatte ich es entwickelt, um meinen Assistenten beim Sinnoh-Pokédex unter die Arme greifen zu können, aber das hat sich dank dir ja jetzt erübrigt. Doch ich bin mir sicher, dass es dir auch bei der Vervollständigung des nationalen Pokédex eine wertvolle Hilfe sein wird. Ja. Wie der funktioniert, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Wenn ich ihn finde. Jetzt muss ich wieder ganz durchgehen und wie viele. Hab ich ihn verpasst? Ich muss ihn ja verpasst haben.
Ich Idiot, das ist kein Pocket-Item, das ist keine Pocket-App, sondern ein... Ich Idiot, das ist keine Pocket-App, sondern ein Item. Hier, das Pokeradar. Spürt Pokémon im hohen Gras auf. Die Batterie wird beim Reisen aufgeladen. Ja, das werden wir natürlich auch direkt mal registrieren. Auf die Seite haben wir alles perfekt geordnet. Und ja, das war alles in der Main Story. Könnte man sagen. Hi. Hallo, wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Also, als ich hörte, dass du die Top 4 besiegt hast und in die Ruhmeshalle eingezogen bist, bin ich gleich hergekommen. Mein Glückwunsch. Du hast aber ein bisschen gebraucht. Die anderen Arenaleiter freuen sich auch für dich. Doch wir Arenaleiter werden das auch nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Gegen dich zu verlieren, war für uns alle ganz schön hart. Und wir haben auch unseren Stolz, ja? Wir sind uns alle sicher, dass wir dich im nächsten Kampf schlagen können. Es wäre also sehr nett, wenn du uns allen die Chance auf einen Rückkampf geben würdest, ja? Wir haben es verdient. Okay, wir sind viel besser jetzt als du. Wir könnten selber Champ sein, wenn wir wollen, aber wir trauen uns nicht. Wir warten auf jeden Fall in unseren Arenen auf dich. Mich findest du natürlich in Erzeling. Kämpf gegen uns. Das machen wir später, wenn wir auch selber ein bisschen stärker geworden sind. Jetzt muss das natürlich nicht sein. Und ja. Das ist echt, echt schöne Musik, die man hier mit der Retro-Musik hat. Selbst Soundeffekte, also manche davon, sind auch wieder Retro-Fight. Es sind nicht die Originalen, aber die sind, wie ich gerade sagte, Retro-Fight ein klein wenig. Und es ist immerhin etwas. Ich werde es auch jetzt für die nächste Zeit anlassen, nicht für die After-Story, aber zumindest noch für diesen Part. Und ihr fragt euch sicherlich, wo gehst du gerade hin? Müsstest du nicht jetzt alles geschafft haben, alles fertig? Willst du noch den Pokeradar zeigen? Den könnte ich zwar jetzt zeigen, ich kann dir mal ganz kurz demonstrieren, das kann ich ja machen. Aber dafür bin ich tatsächlich gar nicht hier. Moment, wenn ich ihn zeigen, dann... Ach nee, den machen wir immer mal anders. Kann ich ein Bonusvideo machen, wie man Shiny handelt zum Beispiel oder so. Gibt's ja schon nur 10.000 Videos von, aber ich kann es ja machen irgendwann mal. Kurz erwähnen irgendwann mal. Nee, aber ich bin ja nochmal her zurückgekommen. Da man mit diesem Typen hier reden kann. Und, ups, ich wollte speichern, verdammt. Wow, sag bloß, du bist jetzt offiziell Champ? Hut ab, stolze Leistung. Mein Name ist übrigens Morimoto. Auf einen so starken Trainer wie dich habe ich nur gewartet. Na, hättest du Lust auf ein Kampf hier gegen mich? Das heißt, wenn du genug Mumm hast. Nein, ich trau mich nicht. Oh, dann kann man nichts machen. Wirklich schade. Da heult er rum. So, speichern wir das mal kurz ab. Bevor wir gegen ihn kämpfen, bevor wir qualvoll gegen ihn verlieren. So, jetzt. Let's go, Kampf! Klasse, das wollte ich hören. Ich bin bereit, mein Morimoto läuft schon auf vollen Touren. Und die Retro-Musik gegen Morimoto. Den gab es, glaube ich, im Original überhaupt nicht. Der ist neu. Von Game Freak. Und ja, er hat starke Pokémon bei sich. Er fängt nämlich an mit einem Krippuck. So, und ja, man hört's, manche Soundeffekte sind immer noch gleich. Es hört sich ein bisschen komisch an. Was sich vor allem komisch anhört, dadurch, dass dieser DS-Player so ein bisschen so einen Low-Quality-Vibe mit sich bringt, ne? Ist halt die Lautstärke der Musik ein bisschen gesunken. Und dadurch sind Soundeffekte ein bisschen zu laut, wie ich finde. Zum Beispiel Attacken nicht einsetzt oder das Herzgeräusch zum Beispiel oder alles einfach. Hört sich ein bisschen zu laut an. Ein Aquana. Da können wir eigentlich drin bleiben. Ja, also Krippo kennen wir schon von Cynthia. Oh, coole Effekte. Ja, Aquana, ein Wasser-Pokémon. Weiterentwicklung von Evoli, wenn man es einen Wasserstein füttert. Und hey, wie wir von den Leveln sehen können, ist auf unserem Level. Auf unserem Standard. Oh, das hätte ich erwarten müssen. Warum habe ich das nicht erwartet? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt schlecht. Wen setze ich denn dann dagegen ein? Ich habe, glaube ich, nichts Effektives. Deshalb einfach improvisieren. Schnurrgast, du bist dran. Na ja, hattest einen Schönheitsschlaf. Jetzt ist genug.
Body Slam. Bitte ver... Ja! Ja, Paralyse ist drin. Das war mein Plan. Und wir hoffen, dass es dann nicht mehr so oft Eisstrahl einsetzt. Oh, natürlich war das ein Crit. Na gut, na gut. Er hat einiges drauf, der Typ. Aber nicht genug, um mich down zu machen. Oh, eine Beere. Und das war sogar ein Crit. So wenig. Krass. Hey, eine Wiki-Beere. Hallo. Geht weg von Wikipedia. Ich weiß, du willst deine ganzen komischen Seiten da löschen, die Leute auf grünen Seiten über dich geschrieben haben. Aber kannst du nicht später machen, wenn ich dich gekillt habe? Please. Bitte keine Hydro-Pumpe. Das one-hittet mich, glaube ich, oder? Yep. Damn. Vielleicht bin ich ja noch gar nicht bereit, gegen ihn zu kämpfen. Ich dachte eigentlich schon. Ich habe gedacht, ich wäre eigentlich schon bereit, aber vielleicht bin ich das noch gar nicht. Vielleicht soll man den auch noch gar nicht bekämpfen. Ich weiß es nicht. Wir machen das auf jeden Fall so lange, wie es geht. Mein 2 von 4 Pokémon sind schon mal down. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Yay! Endlich das Level 60 erreicht. Juhu. Hippopo. Da kann eigentlich Tails rein. Ich denke, der sollte das überleben. Hoffentlich überlebt er das. Wenn er nicht Intensität 10 einsetzt. Was weiß ich. So. Ja, bei den ganzen neuen Soundtracks, die wir dann in der After-Story hören werden, lasse ich das dann aus. Aber bei den alten Soundtracks kann ich es nochmal drin lassen für ein bisschen Abwechslung. Hydro-Pumpe sollte ihn hoffentlich, ja, unter die Hälfte bringen. Tarnsteine. Alle meine anderen Pokémon kriegen Damage, wenn ich sie rauswitch. Sehr blöd. Aber das ist eine sehr gute Taktik von ihm gewesen. Was hat er für ein Item? Überreste? Ja, Überreste. Ja, Hydro-Pumpe muss man hier anscheinend nicht mehr aufladen. Ich kann sie direkt wieder einsetzen. Oder auch nicht. Weil er hat Lust zu verfehlen. Weil die kleinen Prozente da, die er da hat, reichen wohl nicht aus. Der heilt sich währenddessen voll. Aber mein Freund, lange wird dich das nicht mehr retten. Ja, du bist weg. Tschüss, Mann. So, die Hälfte haben wir down. Wirkt auf jeden Fall, obwohl du mehr Level hast als Cynthia, schlechter als Cynthia. Was ist denn da los, Bro? Was ist denn da los? Ein Blitzer, Typ Elektro, wenn man einem Evoli den Donnerstein gibt. Kann ich einen Tricky reintun? Warum noch nicht? Warum nicht? Boah. Lass mich raten, der hat noch einen Flamara gleich. Wenn er schon hier mit Aquana und Blitzer rauskommt. Aber hat nicht alle Evolutionen, Evolutions, wie es auf Englisch heißen, weil Evoli heißt auf Englisch Eevee. Und da kann man den Joke bringen mit Evolutions. Geht den Leuten nicht so einfach. Ja, Paralyse sagt. Ich mag diese Musik überhaupt nicht mehr. Jetzt habe ich mich satt gegessen von dieser Musik. Wie gesagt, die ist einfach ein bisschen zu leise. Wegen diesem Filter, den er da drin hat. Dieses Low-Quality-Ding. Und ja, ich habe es schon gecallt. Er hat ein Flamara. Nicht schlecht. Dass ich jetzt Fusel eingesetzt habe. Bam! Da brauche ich meinen Bäuerlin gar nicht. Schön, durch die Kraft der Liebe ist nun meine Paralyse weg und Flamara ebenso. Dachte ich. Also, noch nicht anscheinend. Da ist eine Beere mit sich trägt. Was? Wie kann das nur sein? Eine Japa-Beere. Ja, das Ding mit Bären ist, die sind natürlich sehr, sehr gut. Vor allem competitively. Aber ganz normal sie so zu benutzen, das Problem ist halt, wenn man die online benutzt, verschwendet man die Items nicht. Aber so eine Beere, du isst ja natürlich einmal und dann hast du die aufgegessen. Das ist das Problem. Und deshalb benutzt man die eigentlich nur competitively. Deswegen kannst du natürlich benutzen, er ist ein NPC, die nuckt es nicht.
Aber mich würde es jucken, weil ich sie nicht die ganze Zeit nach jedem Kampf neu reintun will. Das lohnt sich für mich nicht. Flamara, du bist raus. Und ja, doch, ich splitte das auf jeden Fall in zwei Parts auf. Das weiß ich jetzt schon. Die ganze Vor-After-Story-Gedöns-Sache hier. Ich bin hier gerade unterlaufen. Komm, Scorpio, du bist dran. Du bist dran. So, wie viele Pokémon ist noch? Also, haben wir noch Blitzer und wen noch? Oder wie viele noch, besser gesagt? Ich glaube, einen noch, oder? Ja, Blitzer und einen weiterer noch. So, kann ich Blitzer vergiften? Darf ich das? Oder lässt es mich nicht? Ich hoffe, es lässt mich. Ja. Schön. Schön vergiftet. Eine Punusbeere? Oha! Status-Effekt einfach weg! Oh oh, das lässt mich doch nicht vergiften. Ja, aber doch! Doch! Denn Beeren gehen nur einmal! Jetzt hast du keine Beere mehr. Und die Vergiftung bleibt. So, und da Scorpius leider drauf gehen wird, werde ich die Runde dafür benutzen. Kurz. Ich habe noch einen Top-Beleber. Lol. Werde ich die Runde dafür benutzen, meinen Shelterer wieder zu beleben. Denn das Ding schluckt alle Elektroattacken und machen dann gar kein Damage mehr. Hehe. Da wird das Blitzer große Augen machen. Große Anime-Augen. Oh yeah. Let's go, Chill Terror. Chill Terror. Stimmt, ich hätte es Chill Terror nennen können. Mir fallen langsam Spitznamen ein, vielleicht. Vielleicht. Kommen da ja noch Spitznamen, ich weiß es nicht. Was, das kann Spukball, das Ding? Blitzer kann Spukball lernen? Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Sehr interessant sogar. Na, auf jeden Fall bist du down. War die Toxin gar nicht mal so unbedingt nötig. Na egal. Das macht's spannender. Ja, ja. So, was ist dein letztes Vieh? Ich habe nämlich auch nur noch drei Stück. Zur Hand. Ein sehr schönes Pokémon. Oh, das tut mir natürlich dann weh, es zu killen. Ah, oh, Ambidiffel. Ich mag Ambidiffel. Für die, die es nicht wissen. Ambidiffel. Schönes Pokémon. Ich mag es. Sieht aus wie ein Teletubby. Ja, du bist mein Gegner. Du musst trotzdem jetzt down gehen. Ciao. Eine Runde noch weiterbeleben. Komm, hau mich. Mit dem Eishieb. Kill mich. Nicht mal das kriegst du hin. Denn die Kraft der Liebe. Sie siegt über alles. Tschüss. Wegen dem Erdbeben stolpert er so und dann. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Hilfe. Tot. Nice. Die geilen Soundeffekte. Letzten Endes bin ich eben doch der stärkste und beste von allen. Zumindest in meinen Träumen. Haha. Menschenskinder, du bist vielleicht stark. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Für deinen Sieg über mich hast du dir eine Belohnung verdient. Den Ovalpin. Was kann der? Lass uns das bald mal wiederholen. Nein, danke. Der Ovalpin, ein mysteriöser ovaler Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Hort Eier zu finden. Es ist genauso unnötig, wie es sich anhört. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es lohnt sich nicht, aber ich meine, man kann den Kampf trotzdem machen, wenn einem langweilig ist. Warum nicht? Ja, für die, die es nicht wissen, hier kann man heilen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gezeigt habe. Und ja, jetzt können wir nochmal die Musik genießen. Selbst das Fahrrad-Theme hat ein Retro-Theme. Oh. Obwohl, das ist manchmal so schlecht. Jetzt können wir hier das wilde Theme hören. Du musst natürlich auch nochmal crashen. Sehr nice. Ja, ich mag die Retro-Soundtracks.
Auch wenn sie nicht 1:1 die gleichen sind, sind sie trotzdem ziemlich cool. Aha. Leute? Bin das nur ich oder? Ist ja. Quellenfahrt. Was? Also, entweder ich bin gerade komplett crazy oder diesen Ort gab es vorher überhaupt nicht. Quellenfahrt. Wo kommen wir denn hier hin? Und wenn ich diese Musik höre, fällt es mir gerade auf. Wir müssen noch in die alte Villa. Die können wir jetzt ziemlich endlich betreten. Aber dazu kommen wir dann einmal mal. Wo gehen wir denn hier hin?